Ihr Lieben, schöne Grüße von der Ostsee. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein Tsunami an Gammastrahlen auf die Erde und förmlich finden Entladungen statt, Explosionen. Und ich möchte das gerne weitergeben. Jetzt in den 14 Tagen bis zum 8. bis zu dem Löwetor. Diese Entladungen sind so intensiv. Ich habe heute Morgen, heute Nacht die Durchsage bekommen, dass zum einen aus der Zentralsonne ganz, ganz starke Entladungen kommen, zum anderen aus der Erde, wirklich tief aus der Erde. Und diese Entladungen können sich auch zeigen durch emotionale Entladungen. Das ist jetzt ganz wichtig zu beachten, die innere Mitte wirklich zu halten, die Balance zu halten und diese auch immer wieder für sich selbst zu finden. Und diese Entladungen werden wir auch im Kollektiv finden, im gesellschaftlichen Bereich, im kollektiven Bereich. Und es kam ganz klar die Durchsage, Zusammenbrüche. So kann es also sein, dass in diesen kommenden 14 Tagen, mindestens bis zum Löwetor und dann ab dem Löwetor, ganz extrem die Erde, vor allem auch die Erde, sich entladen wird durch Stürme, durch, ja, es war wirklich Feuerwerk. Es war ein Feuerwerk an Gammastrahlung aus der Zentralsonne, durch Stürme, durch Vulkanausbrüche, durch Überflutungen, Überschwemmungen und das Ganze auch überträgt sich natürlich im Kollektiv, vor allem auch zum einen im System, zum anderen auf der Bewusstseinsebene. Das heißt, auch Menschen werden sich entladen, in Beziehungen werden weiter die Masken fallen. Es ist wirklich auch auf der körperlichen Ebene sehr intensiv. Vorletzte Nacht habe ich wieder mal nicht geschlafen und jetzt gilt es wirklich darum, dort durchzugehen und vor allem das auch immer wieder zu reflektieren und sich damit auch immer wieder in eine Klarheit zu bringen. Was möchtest du wirklich? Bring dich in deine Wahrhaftigkeit und die Gefühle werden verrückt spielen, aber sie sind auch sozusagen, sie werden getriggert werden, aber sie sind auch dafür ein Synonym, was ich jetzt weiter reinigen möchte. Es ist ganz schön stürmisch und windig hier oben und ich habe das auch wieder sehr auf meiner körperlichen Ebene gemerkt. Ich gebe das gerne weiter. Hohe Achtsamkeit ist angebracht und vor allem auch immer wieder nimm die Adlerperspektive ein, denn dieser große, große göttliche Plan, der läuft und dieser Reinigungsprozess, in dem wir jetzt sind, wird intensiver, noch intensiver. Es wird übrigens auch wirklich zu einem großen Höhepunkt im Oktober kommen und bis dahin jetzt wirklich beginnen von diesem Neumond weiter bis zum Löwetor. Ach so, und was ich noch sagen soll, ist diese DNA-Aktivierung. Diese Entladung, die jetzt stattfindet, dieses wirklich Feuerwerk an Gammastrahlung, wird weiter unsere DNA aktivieren. Ganz intensiv sogar. Das heißt, Ausbrüche können geschehen von Tränen, Ausbrüche von Emotionen, um das alles zu klären und zu reinigen in unserer DNA. Und gleichzeitig wird also unsere DNA so weiter geöffnet werden, dass wir immer mehr unsere Wahrheit aussprechen können und dazu auch stehen können und diese auch voll vertreten können. Ich wünsche dir da einen guten Prozess, komm da gut durch. Und ja, hier stürmt es schon sehr. Und ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit. Und das war mir jetzt einfach ganz wichtig, auch dieses Video zu machen und zu drehen und auch weiterzugeben, aktuell, was geschieht. Noch etwas ist ganz wichtig.
noch etwas, und zwar diejenigen, die sich jetzt schon sehr weit auf ihrem Aufstiegsweg befinden, vor allem auch wo die DNA schon sehr stark aktiviert ist, diejenigen werden immer mehr geöffnet werden in ihrem dritten Auge und immer mehr auch Kontakt bekommen zu ihren galaktischen Sternengeschwistern und auch darüber Informationen bekommen und eine Ausrichtung bekommen und auch ganz klar über die Intuition geführt werden, wie ich das auch schon berichtete in meinem Podcast. In diesem Sinne, lass dich führen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, komm da gut durch und ich melde mich bald wieder, so wie es die nächsten Neuigkeiten gibt. Alles Liebe. Merci, bye bye. Ich drück dich von Herzen, von der Ostsee. Schöne Grüße. Ciao.